Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute kocht für uns ein international gefeierter Superstar. Ihr Name ist Lisa Wieland. Sie hat unter anderem gelernt bei Starkoch Wolfgang Puck in Los Angeles. Und von dort aus ist sie dann losgezogen, um die Welt zu erkunden. Heute ist sie hier mit zwei Gerichten. Eines davon ist aus ihrem Kochbuch von 2019. Und genau dieses Kochbuch wurde zum besten Kochbuch der Welt von einer Frau gekürt. Es gibt für Sie heute Putenkürbisauflauf und als süße Nachspeise Kärntner Topfenreinkerlan mit Apfelmus. Ich freue mich riesig, dass sie da ist, Lisa Wieland. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Reinkerlan? Ja, Topfenreinkerlan. Ich freue mich so, dieser Putenkürbis, der ist aus deinem Kochbuch und ja, das ist irgendwie jetzt eine Fusion. Was ist das? Amerikanisch, italienisch, was ist das? Ich würde sagen, ein bisschen von allen. Mhm. Wichtig ist einfach, dass man einen super Kürbis hat. Mhm. Und heute ganz nach dem Motto, Pimp my Pumpkin, geben wir noch ein bisschen Butenfasiertes hinzu. Mhm. Einfach, um das Ganze noch ein bisschen mit Fleisch zu unterstützen. Mhm. Und ja. Was verarbeitest du von der Butter? Heute verarbeiten wir das Faschierte. Aha. Einfach mal, um zu zeigen, dass nicht nur die Brust was hergibt von der Butter, sondern auch Oberkeule und Unterkeule auch faschiert werden kann. Mhm. Und ja. Ganz einfach, schnell und natürlich wunderschön jetzt im Herbst. Was haben wir da für einen tollen, dieser Hokkaido, oder? Mm, ja, genau. Und da warst du schon fleißig und hast den? Bam, bam. Ja. Ich habe uns das Leben ein bisschen leichter gemacht. Wir haben den schon vorweg ausgehöhlt und den werden wir jetzt stopfen sozusagen. Mhm. Nachdem du so lange in Amerika warst, ich werde dir das Fleisch da ein bisschen klein schneiden, passt ja, das? Ja, bitte, sehr gern. Danke. Wie viele Kürbisse hast du rund um Halloween? Ach ja, Halloween, das ist immer so eine Sache, gell? Ja, viele, aber war natürlich jetzt nicht der Hauptaugenmerk von mir, das Halloween, sondern eher Thanksgiving, wo wir ja noch diese Woche nochmal dazukommen werden. Ja, ich habe gehört, wir machen eine Butte im Ganzen. Ja, natürlich, muss sein. So, ich fange da jetzt einmal an mit der Bechamel-Soße. Das wird die Grundbasissoße quasi für unseren Auflauf. Einfach ein bisschen Mehl mit brauner Butter. Du Chefin, ich schneide das da jetzt irgendwie grob zusammen, weil das ja, ist das eh muss schon nicht schön sein, das kommt alles reingestopft, das will man nachher gar nicht sehen. Ein Gemetzel ist das. So, wie gesagt, braune Butter mit etwas Mehl einfach anschwitzen, das Mehl leicht auskochen und dann wichtig bitte bei Bechamelsoße immer mit kalter bzw. Kalter Milch oder kalter Sahne aufgießen. Mhm. Das Ganze dann einfach dahin köcheln lassen. Ich persönlich tue es immer gern mit Muskatnuss würzen. Ich mag das total gern. Das ist ein schöner Geschmack. Und den Kochlöffel nie hineingeben beim Kochen. Das machen immer ganz viele, dass sie den Kochlöffel dann mitkochen. Das mag ich überhaupt nicht. Da bin ich ganz heikel. Okay, glaube ich, gerade dazu. Ja, also wie gesagt, ein bisschen Muskatnuss reinreiben. Und wenn das Ganze, hast du die Reiberücksicht? Ja, warte mal. Da schau her. Mhm. Und wenn das Ganze dann halt einmal aufgekocht ist, ein bisschen köcheln lassen und danach haben wir, wie gesagt, eine schöne Bechamelsoße. So, da hast du jetzt den Kürbis einmal in Kleinform. Danke sehr. Wie ist denn das Essverhalten der Amerikaner? Wie würdest du das beschreiben? Was mögen die? Wie ist ihre Geschmacksrichtung? Was geht gar nicht? Süß. Also in Amerika ist mir aufgefallen, es ist alles gezuckert worden. Okay. Sogar der Orangensaft in der Früh zum Frühstück. Wo es bei mir ganz, also bin keine große Freundin von Zucker. Yeah. Ja, aber an das habe ich mich auch gewöhnen müssen. Ja, aber sonst in Los Angeles ist es ja anders, sagen wir mal so. Wisst ihr, weil alle auf ihre Figur achten? Ja, natürlich. Da ist die vegane Küche ganz modern und ganz. Ja, ist doch auch schön, oder? Gut. Du, und beim Wolfgang Puck, wie du gekommen bist als Kärntnerin, er ist doch auch Kärntner, oder? Ja, gebürtiger Kärntner auch. Hat er dich sofort in sein Herz geschlossen? Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen, muss ihn selber fragen, aber ich denke schon, dass ich natürlich gute Karten gehabt habe, aber ohne Fleiß und harter Arbeit hilft er das Ganze
auch nichts, wenn man sich nicht beweisen kann. Gell? So. Also ich tue den ganz kurz anbraten, den Kürbis. Ein bisschen eine leichte Farbe dazugeben, einfach, dass er mehr Geschmack und mehr Aroma kriegt. Danke sehr. Würze das Ganze mit Salz und Pfeffer. Und danach mache ich das Gleiche mit dem guten Fleisch. Okay. Silvia, wenn ich dich bitten darf, machst du schon den Teig oder die Masse für die Topfen reingallern. Wir haben auch da eben unseren Glottentopfen, dann den typischen Größeltopfen aus Kärnten. Ohne den geht bei uns gar nichts, bei uns Kärntner. ein Ei dazu und ein bisschen Mehl. Das Ganze mit einer Prise Salz einfach würzen. Und das war es eigentlich schon. Und dann darf ich es mit den Fingern vermengen? Bitte, das wäre natürlich das ist meine Ehre, wenn ich die Reinkerlern machen darf. Ja. So, und vom Mehl. Ich bin froh, wenn ich nicht muss. Da hast du irgendein spezielles Mehl oder ist das egal? Also ich arbeite meistens mit glattem Mehl. Man kann natürlich auch zu Hause das Universale nehmen, das für glatt sowohl als auch für griffig funktioniert. Ja. Ich würze jetzt noch meine Bechamelsoße etwas. Und ganz zum Schluss, wenn die schon aufkocht, gebe ich noch meine Sahne dazu. Wichtig ist da immer, dass das Mehl auskocht, gell? Weil sonst zieht das danach und dann wird das relativ hart danach. Passt das? Ja, schaut das super aus. Kühlschrank? Sehr gut. Jetzt schaut die Masse zwar noch ein bisschen weich aus, aber wir geben die jetzt in den Kühlschrank, dann zieht sie an. Okay. Und dann können wir später schöne Leibchen formen, um es in schöner Sprache zu sagen. Weil die Reinkerlern sind die Leibchen, ja? Genau, die Reinkerlern sind bei uns die Leibchen. Genau. Also den Kürbis tue ich auch noch ganz kurz ein bisschen pfeffern und gib ein paar Nadeln von frischem Rosmarin hinein. Das ist Geschmackssache. Ich mag das total gern. Ich finde, der riecht immer so gut. Machst du das auch? Ich liebe es. Ja, es erinnert mich immer an die Badewanne. Rosmarinbad, sehr entspannend. Genau. Und dann gebe ich den einfach einmal auf die Seite derweil. Unsere Nudeln haben wir ja schon vorgekocht. Ja. Bitte nur 2 Minuten. Das mag in vielen roh erscheinen, aber das ist ganz normal, weil der bockt ja dann im Rohr weiter, unser Kürbis, und da garen natürlich auch die Nudeln weiter. Und wir garen das auch in dem Kürbis drinnen, gell? Bitte? Wir machen das im Kürbis drinnen. Wir machen das im Kürbis, ja genau. Jetzt muss ich da mal einen Blick reinwerfen. Da. Wie wird man zum besten Kochbuch der Welt gekürt? Wie funktioniert denn sowas? Ja, das war ganz spannend. Das war ja mein Erstlingswerk. Gell? Ich habe ja vorher null Erfahrung vom Foodstyling oder so gehabt oder generell vom Schreiben. Yeah. Und dann bin ich so durch den Hyde Park in die Arbeit spaziert in London und dann habe ich gesagt, ich schreibe ein Kochbuch. Okay. Und dann haben meine Eltern angerufen und gesagt, kannst du mir helfen bitte? Dürft ihr das daheim in Hüttenberg fotografieren? Yeah. Und die Mama und der Papa, ja freilich, alles, kein Problem. Da haben sie noch nicht gewusst, wie viel Arbeit das eigentlich ist, ein Kochbuch zu schreiben. Und ja, dann schlussendlich einen super Fotografen gehabt. Yeah. Ein Freund von mir, den Elias Jerusalem, der hat mir da tolle Fotos gemacht. Und ja. Aber es war, ich habe dann gelesen, dass Mama und Oma haben gekocht und du hast das Foodstyling gemacht. Nach deinen Angaben. Ja, wir haben alle alles zusammen gemacht. Jeder hat mithelfen müssen. Mein Papa, der hat die Hintergründe gebastelt. Der ist nämlich Kunstschmiedemeister. Okay. Und der Onkel ist Tischler und da hat einfach jeder mitgeholfen. Die ganze Family. Die ganze Family und die Oma natürlich High Life dabei. Super. Das war ganz schön, ja. Ein schönes Projekt, Gemeinschaftsprojekt. Ja. Und vor allem das Lustige war nämlich, bei uns im Dorf in Hüttenberg haben wirklich die Nachbarn, die Leute aus dem Dorf, wie gesagt, die sind dann Schwamm mal Brocken gegangen für uns, damit wir unsere Sachen fürs Shooting haben. Das war einfach total nett. Egal, das ganze Ding. Ja, dann liebe Grüße zu dir, oder? Nach Hüttenberg, oder? Ja, ganz liebe Grüße zu alle Leuten nach Hüttenberg. Danke, dass ihr mich immer unterstützt habt. Und ja. Ich glaube, die sind auch alle sehr, sehr stolz auf dich. Bitte. Du, und jetzt verarbeiten wir quasi Butter in verschierter Form. Und ich muss sagen, das habe ich nicht oft in das, eigentlich gar nicht haben wir. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir Butten Verschiertes machen. Ja. Und jetzt ist aber trotzdem meine Frage, wenn das verschiert ist, da weiß man ja nicht, naja, ist das jetzt von der Qualität her großartig oder super. Mhm. Wie kann ich schnell feststellen, wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt, ob das Buttenfleisch eine gute Qualität ist oder ob das von irgendwo kommt? Naja, ich würde auf jeden Fall einmal darauf achten, wo es her ist. Gell? Ich glaube, in Österreich kann man schon sehr wohl auf die Gütesiegel achten und auch vertrauen, weil wir haben ein strenges Tierwohlgesetz, bitte hineingeben, ja. Und darauf kann man schon vertrauen.
In der Pfanne natürlich ist das ganz wichtig, wenn ich das Faschierte in eine heiße Pfanne gebe, dann muss das einfach kompakt bleiben. Und das Butterfleisch darf nicht jetzt das ganze Wasser verlieren und dann quasi gekocht werden im eigenen Saft. Okay. Weil das zeigt von einer schnellen Fütterung, von einer schnellen und ungesunden Zucht. Mhm. Und das haben wir da eben, wie gesagt, nicht. Das sieht man, es wird schön gebraten, es kriegt eine schöne Farbe durch die Hitze. Und von mir jetzt als Tipp, wenn Sie die Verpackung umdrehen und das Armagütesiegel ist drauf, dann sind es immer 4 Standards, die erfüllt sein müssen beim Buttenfleisch. Das ist quasi in Österreich geboren, aufgezogen, geschlachtet und verarbeitet. Mhm. Und das garantiert dann auch diese kurzen Transportwege und die Qualität, die, so wie du gesagt hast, beim Tierwohl eben auch bei uns eingehalten werden kann. Genau. So. Wie man sieht, die Bechamel-Soße hat so eine richtig gute Konsistenz, nicht zu dick und nicht zu dünn. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ich reibe jetzt etwas Parmesan, Käse hinein und heben wir noch ein bisschen für später auf zum oben drüber geben. Mhm. Ah, die Rinder schneide ich noch weg. Darf ich das eh da so? Ja, bitte einfach dahin garen lassen. Soll man das würzen kurz auch? Bitte, ja. Ganz wichtig, mit Salz und Pfeffer am besten. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, da haben, ach, das im ganzen Kürbis, das ist mir ein bisschen zu aufwendig, dann können Sie das natürlich auch gleich in die Kasserolle hineinfüllen, die Masse. Das ist ja überhaupt kein Problem. Mhm. Das geht ganz, ganz easy. Aber ich finde es im Kürbis super, ist immer so schön. Und vor allem, wenn ich dann daheim zum Beispiel ein paar Leute eingeladen habe und das mache und ich stelle dann den ganzen Kürbis hin auf den Tisch, dann so genau, was will denn die Lisa mit einem Kürbis? Und dann mache ich auf und dann kommt was Herrliches heraus. Genau. So, ein bisschen Parmesan. Gut, unsere vorgekochten Nudeln habe ich jetzt da. Wir haben unseren Kürbis, wir haben das Faschierte. Mhm. Das mischen wir jetzt dann zusammen, füllen das Ganze schichtweise dann in den Kürbis hinein und lassen das Ganze dann einfach im Rohr bei 180 Grad circa eine Stunde garen. Perfekt. Passt. So. Ah, du gibst die Nudeln direkt in die Bechamel, ja? Ja, so kann ich es besser vermischen. Okay. Und da hast du kleine Löffel, je nachdem, was du brauchst. Bist ja bestens ausgestattet da. Das lachen immer alle wegen meiner Puppenküche, gell, weil alle Töpfe sind rot und gelb und was weiß ich. Aber so wie zu Hause. Ja, richtig schön. Schaut ja jetzt schon gut aus. Also mit so einer gut geschmackigen Bechamel macht man eigentlich auch nichts falsch. Gell? Hast du das Butenfleisch schon gewürzt? Ich Salz und Pfeffer ist dabei. Super. Dann fange ich mal an, das Ganze zu würzen. Zu füllen, wollte ich sagen, nach Würzen. Ich fange an natürlich mit den Nudeln. Dann ich schalte da einmal aus, weil ich glaube. Das passt perfekt. Du kannst mir das bitte da hineingeben. Okay, Chefin. Und in der Resthitze von der Pfanne vielleicht noch ein paar Pinienkerne anrösten. Bitte Pinienkerne anrösten. Untergang. Warum? Das brennt immer an. Nein, das schaffst du, ich glaube an die. Und sonst einfach ins Bockrohr rein. Ich glaube an die. Warte, und dann Weckerstöllen. So, gibt es einen Trick? Ständig in Bewegung bleiben oder? Einfach drauf schauen und aufpassen und nicht so viel ratschen, Silvia. Gut, ich halte die Pappen. Ich hab's verstanden. So. Jetzt gebe ich da unser Faschiertes hinauf. Immer ein bisschen flach streichen beim Befüllen des Kürbisses, weil wenn dann das gart, dann wird es ein bisschen weniger. So habe ich nicht so eine Löcher drinnen. Die schaut ja dazu, was da passiert. Boah, die schaut ja gut aus. Richtige Lasagne, halt wieder haben. Also es muss nicht immer mit Bolognese-Sauce sein vom Rind oder vom Schwein, sondern kann ja ruhig einmal Alternative mit Kürbis und Butter sein, oder? Ich finde das großartig. Ich bin auch schon gespannt, wie das dann schmecken wird. Genau. Und die Rezepte kriegt man ja nachher eh alle zum Nachlesen. Wir haben es alle zusammengefasst, haben wir von der Lisa auf unseren Homepages im Teletext, Seite 356. Wo bist du drinnen? In der Nachlese bist du dann auch drinnen mit deinen Rezepten. Das zahlt sich ja aus. Und die Pinienkerne, die gibst du dann oben rauf oder kommen die ganz am Schluss erst? Genau, die geben wir dann oben drauf, dann haben wir einen schönen Abschluss. Also bitte nicht zu dunkel rösten, weil ein bisschen Farbe kriegen sie dann noch. Gut. Abschließend tue ich das Ganze mit geriebenem Parmesan und dann mit deinen Pinienkernen zum Schluss. Dann geben wir denen nur mal ordentlich Gas.
Und falls wir ein bisschen Masse über haben, so wie in diesem Fall, einfach in eine Kasserolle reinfüllen und mit ins Rohr schieben. Dann können wir das noch dazu machen. Und in der Zwischenzeit machen wir die Rheinkalan. Ja, die Masse hast du ja schon super fertig gemacht. Das schaut eh super aus. Also, bist du zufrieden? Ja, bin ich sehr zufrieden. Ich war jetzt hochnervös natürlich. Nein. Nehmen wir das? Okay. Kaufst du das? Das kaufe ich. Das kaufe ich nämlich schnell, weil sonst wenn sie zu dunkel. Gut, dann hole ich die Masse. Daheim bitte nicht nachmachen, aber wir Köche und Köchinnen, wir haben ein bisschen ein anderes Hitzeempfinden, wenn wir da mit den bloßen Händen in die Pfanne greifen. Da haben vielleicht vorher ausatmen. Unbedingt. So, schaut schön aus. Ja. Und dann, wenn man das möchte, kann man rundum noch etwas Knoblauch geben und etwas vom Rosmarin. Sollen wir das machen? Das schaut doch schön aus. Schaut schön aus und es gibt uns ein extra Aroma. Mhm. Und natürlich ganz wichtig, dass der Kürbis unten nicht ganz bicken bleibt, so kleben bleibt, geben wir etwas Olivenöl noch dazu hinein. Das wird ein Festtag essen. Na bitte. So, 1, 2, 3, 4. Tust du den Deckel drauf oder nicht? Den Deckel? Den oder daneben? Ganz wichtig, würzen diese Seite, weil wir wollen den ja auch essen, wir wollen ja nichts verschwenden. Den können wir noch ganz kurz mit Pfeffer und Salz. So, mal da. Man könnte den auch separat in einer Pfanne mitbraten, aber wie gesagt, wir wollen ja heute noch fertig werden, deswegen ab ins Rohr. Ab ins Rohr, wie lange, wie viel Grad? Ja, also bei der Größe, es kommt immer auf die Größe von Kürbis drauf an, wie gesagt, aber ich würde schon einmal eine dreiviertel Stunde und dann schauen wir einfach, wie es ausschaut, oder? Sehr gut. Da so. Habe ich da die Masse schon vorbereitet. Ja, wir wetten herausbacken, du oder ich? Wie du willst, ich backe das gern heraus. Na bitte, gerne. Das nehme ich natürlich dankend an. Die Pfanne machen wir gleich wieder sauber dann. Machen wir die Pfanne, da hast du nämlich schon Butterschmalz drinnen. Ja, genau. Ist die groß genug, dann ja. Na, schau mal. Taugt dir das? Das taugt mir. Dann gebe ich dem Ganzen schon mal Hitze. Ja. Gut. So. Wir machen eine süße Variante von den Rankerlern. Die gibt es aber in salziger auch. Ja, natürlich. Also je nachdem, wie man die Topfenmasse dann würzt. Gell? Wenn ich es mit Salz und Muskatnuss zum Beispiel würze, dann kann ich eine pikante Version machen und dann Salat dazu essen. Mhm. Oder ich mache so, wie ich halt gern das Apfelmus dazu habe, weil ich bin mit Apfelmus groß geworden. Wir haben immer sehr viele Äpfelbäume gehabt in Hüttenberg, dankeschön. Und da hat die Mama das dann eingekocht für den ganzen Winter und dann war das eigentlich das einzige Obst, was es bei uns gegeben hat. So, ich forme sie und du gibst sie bitte in die Pfanne. Jawohl. Einfach in Grösel wälzen, weil dann kriegen sie so eine schöne knusprige Schicht, das mag ich voll gern. So, Chefin, ist das so in deinem Sinne? Ja, das passt perfekt. Und auch da können Sie sich wieder spülen mit Zitronenschale oder Vanille. Wir haben sie heute einfach nur Natur, weil ich möchte einfach, dass der Topfen für sich spricht. Das ist ein tolles Produkt eigentlich. Und kann man schon einmal in Szene setzen. Obwohl du so in den besten Häusern der Welt gekocht hast, Fine Dining, alles Mögliche, liegt dir die bodenständige Küche am Herzen, ja, oder? Ja, ich habe natürlich auch in Michelin-Sterne-Küchen gearbeitet und ewig lang, weiß ich nicht, Gemüse turniert und Hummer aufgebrochen und Kaviar serviert. Aber irgendwann ist mir das dann einfach zu blöd geworden. Das werde ich das einmal anschauen. Hey. Schau mal, wie die schon knusprig goldbraun gebacken sind. Müssen die abtropfen auf einer Küchenrolle oder servierst du die direkt rüber? Also wir dann es ja in Butterschmalz herausbacken und das wäre ja schade, oder? Dankeschön. Wenn du es in Öl machst, natürlich würde ich es schon abtropfen, aber Butterschmalz ist einfach nur der beste Geschmacksträger, meiner Meinung nach. Und ich habe mal einen Küchenchef in Paris gehabt und der hat dann zu mir gesagt, kennst du die drei Rezepte oder die drei Geheimnisse der französischen Küche? Und ich habe gesagt, nein, weiß ich nicht. Dann hat er gesagt, Butter, Butter und das dritte, Butter. Also das ist irgendwie hängen geblieben. Also ich bin ein großer Butterfreund. Da hat sie aber so herumgerissen in der Welt, oder? Los Angeles, ja, Dubai, Frankreich. Ja, ja, spannend. Wann hast du angefangen? Ja, mit 15 Jahren, die Lehrer. Mhm. Und dann halt immer gearbeitet, immer fleißig. Warum hast du dich dazu entschieden, Köchin zu werden? Wie ist das gekommen? Ja, die Oma war immer die Inspiration. Meine Mama ist auch eine super Köchin. Und wir sind einfach mit gutem Essen groß geworden. Gell? Mhm. Und das prägt dann schon. Und ich finde es auch total wichtig, dass
kleine Kinder oder junge Erwachsene einfach da schon wissen, was sie essen und das auch ein bisschen mitkriegen, weil das ist doch unser Körper und dem sollte man ja schon was Gutes tun. So, also ich schaue die Rheinkallern jetzt einmal aus, die schauen schon sehr schön aus. War jetzt freue ich mich schon auf die. Ja. Wir können die ja nachher noch ein bisschen mit Stabzucker anzuckern, wenn du das möchtest. Und natürlich servieren wir unser selber gemachtes Apfelmus dazu. Mhm. Fürs Apfelmus einfach die Äpfel schälen, entkernen und danach weich kochen in etwas Wasser mit Zucker. Vielleicht ein bisschen Nelken und Zimt hinein. So, richten wir mal drei an. Ja. Die kriegen wir weg, oder? Ein bisschen Apfelmus. Aber sicher, darf ich den Zucker drauf geben? Bitte. Und ich gebe noch etwas Grünes. Mhm. Wenn man will, könnte man ja schön noch mit Beeren das Ganze ausgarnieren. Mhm. Aber ich glaube, die Zeit sparen wir uns und hauen gleich rein. Hauen gleich rein, absolut. Du sag nur mal Gruß aus deiner Heimat. Was hast du uns da gezaubert? Da haben wir einen wunderschönen Kärntner Topfenrheingallern mit Brüsseltopfen und einen selber gemachten Apfelmus. Ganz einfach. Ganz war einfach und hoffentlich auch gut. Aber ich glaube schon. Bist du bereit, Chef Lisa? Fang an. Ich fang an. Du fängst an. Okay, schön. Falls es nicht schmeckt, nein. Okay, bitte, wie soll das nicht schmecken? Da kann ja gar also nichts schief. Also ausschaut so flaumig, oder? Wie so Wolken am Teller. Genau. Da steche ich mal rein. Oh, knusper, knusper, die Haut. Wow. Schau, mit Apfelmus. So wie du sagst. Und, aber jetzt. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie bei der Mama. Mach mal. Sehr gut. Ein absoluter Traum. Ein bisschen Zucker können wir sie gleich. Da haben wir noch mehr? Ja, klar. Wie geht's unserem Kürbis? Ach, der braucht eh noch. Da war schon mal Zeit zum Essen. Gut. Und im Fernsehen, Sie wissen ja, vergeht die Zeit immer wie im Flug. Ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Die Zeit im Fernsehen vergeht tatsächlich wie im Fluge. Und schon ist unser Pumpkin-Auflauf fertig. Kürbisauflauf, gell? Ja, genau. Sag einmal, der hat alles in der Pracht. Wow, schaut dir gut aus. Wow, das sieht wirklich gut aus. Brutzelnd heiß. Also optisch macht er auf jeden Fall was her, oder? Schaut super geschmackig aus. Aber du hast da so einen tollen Teller vorbereitet. Ich glaube, dass... ich kann gar nicht hinschauen, Mädel. Bist du sicher? Alles halb so wild. Oh, je, je. Ich bin es, wie gesagt, gewohnt. Ja. Jetzt ist auch schon der Deckel schön gegart, gell, wie man sieht. Und man könnte den, wenn man es gern knuspriger hat, noch einmal in der Pfanne knusprig braten. Wir geben den jetzt einfach so rauf. Unseren gebratenen Rosmarin. Naja, da gönnen wir uns einen frischen. Ein bisschen Deko muss sein. Aha. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Können wir servieren. Viel mehr braucht es nicht, oder? Nein, das schaut so toll aus. Magst du nur mal sagen, was du da alles reingegeben hast? Also, wir haben da unseren... Darf ich den da herstellen? Wir haben da unseren Nudelauflauf mit Butenfaschierten, einer leichten Bechamelsoße und Bienenkernen. Nicht schlecht. Schauen Sie sich das nur mal gut an, bevor wir da mit unserem Löffel reinfahren. Es ist köstlich. So, und jetzt? Stunde der Wahrheit, oder? Aber das... Probieren wir es. Ich nehme den Deckel runter, wenn ich darf. Ja. Schön. So, geschmolzener Käse, Kürbis und Bute, was will man mehr? Was? Und Nudeln auch noch. Wahnsinn. Mahlzeit. Danke für das tolle Rezept. Ihnen zu Hause viel Vergnügen beim Nachkochen. Senden Sie uns Ihre Variante. Wir sind schon sehr gespannt. Ich probiere da auch. Schau mal, ich mag das Butenfleisch natürlich dazu haben. Mm. Und? Aha. Schmeckt super. Und du sagst, voll gut. Aber was anderes, oder? Total gut und super Idee, natürlich auch jetzt in der Jahreszeit. Ja. Toller Servier-Tipp. Das sagt wieder mal, dass es nicht immer nur die Butenbrust sein muss, sondern auch einmal ein faschiertes, was super einvoll ist. Gell? Danke, Lisa. Wir haben die Lisa noch zwei Tage, jeden Tag mit zwei Rezepten. Und am Donnerstag macht sie für uns eine riesen Pute, so wie einen Turkey aus Amerika. Da bringt sie ihr ganzes Wissen mit aus ihrer Zeit von Amerika. Ich sage danke und das letzte Wort hat Chef Lisa. Ja. Gutes Gelingen und viel Spaß beim Nachkochen. Die beste Zeit von